Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Ark. Ja, wir sind noch dabei, unseren Trike zu tamen. Ich muss jetzt gleich Beeren pflücken. Würde ich jetzt auch schön mit Hingabe machen. Ich bin gerade beim Überlegen, ob ich mir von oben sozusagen ein bisschen Schutz hole. Nicht, dass es gleich dunkel wird und nicht gleich dumm schaue. Wenn auf einmal dann wieder so ein kleiner Fiesling vor mir steht. Ihr mobst mir immer Sachen aus den Taschen. Und so, wie schaut's aus? 09. Besser. Also wie gesagt, ich habe schon gemerkt, das Spiel ist bugfreier geworden, aber es gibt immer noch Probleme. Ich hoffe, dass die halt wirklich gefixt werden, bis das Spiel dann final ist. Also ich weiß auf jeden Fall, wenn ich ein Pronto bräuchte, wo ich hin muss. Aber da steht einer rum, bewegt sich nicht. Da steht einer rum, der bewegt sich nicht. Ich weiß zwar, wie sie sich entbacken, indem dass ich einfach aus dem sozusagen aus dem Junk oder aus dem Ladezeichen rauslaufe. Dann befreien sie sich, dann laufen sie wieder. So. Kann ich denen gleich wieder was geben? So, 3500 haben wir. Ich hätte jetzt immer gesagt, ich mache jetzt immer einen Busch. Und wenn ich den Busch habe, wieder zu Leben zurück und nächsten rein. Nächsten 3200 Boy. So, ich muss noch drauf achten. Ich brauche auf jeden Fall auch mehr Thatch. Ich brauche noch mehr Flint und Stone. Muss Bark Powder ja auch noch herstellen, wie ein großer. Dann wollte ich auch mal schauen, was es kostet, so einen Rucksack oder so eine Tasche zu bauen, wo ich spezielle Sachen reinlagern kann. Und ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es jetzt mittlerweile, ja, das Anfangssterben. Ich schätze mal, das haben bestimmt viele gefreut. Es wird bestimmt wiederkommen. Es wird mir bestimmt auch meine Dinos weghauen, die, wo ich lieb gewonnen habe. Aber wie gesagt, ich bin ganz ehrlich, momentan bin ich froh, dass es ein bisschen vorbei ist. So, ich möchte mir doch hier diesen mal craften. Okay, aber so ganz begriffen habe ich den noch nicht, wie der funktioniert. So, bist du schon wieder durch? Ja. Dann heißt es jetzt fröhlich warten. 1000 brauchen wir noch. So, das heißt jetzt dann Thatch besorgen. Gut, müsste ich noch einiges haben. Wie gesagt, ich muss ja dann auch langsam mal anfangen, die Base zu bauen. Hat aber, wie gesagt, einen Vorteil. Darum will ich ja auch einen Trike haben. Ich habe dann einen, ja, ein Ladetier dabei. Und auch gleichzeitig was Bären sammeln kann. Das heißt, ich wäre ja, weitaus schneller. Ich merke gerade, ich brauche unbedingt noch mehr Stamina. Na,
Hat einen Vorteil. Ich kann wieder hingehen und dir nochmal was geben. Ich würde es ja cool finden, wenn es das sozusagen vom Spiel selber her geben würde. So als Hide hier, dann brauche ich mir damit nicht arbeiten. Ja, sozusagen so, Tränke mischen klingt nach Zauberei, aber es ist halt auch, naja, teilweise Alchemie. Und, teilweise, Chemie. Sozusagen, man muss halt erstmal zu einem Wissen kommen, so einen Tisch bauen können und dann sozusagen das zusammenmixen. So, jetzt gehe ich erstmal ins Wasser, trinke einen Schluck. Ins Wasser möchte ich im Moment dann nicht rein. Ich schätze mal, da friere ich mir, glaube ich, alle Ärsche ab, die ich habe. Und es kommt schon wieder Regen. Schnee. Juhu. Erfrieren. Na, sofort was essen. Mehr Flint abschlagen. Wenn ich das Tinkers-mäßig leveln könnte, wie in Minecraft, ich glaube, ich hätte schon die perverseste Picke überhaupt. Trikey. So, was habe ich jetzt gesagt? Wie viel bräuchte ich jetzt? 108. Ich kann ja schon mal anfangen. Vielleicht kriege ich noch welche. Wäre nicht schlecht. Wenn ich das mit den Mayo Berries machen könnte. Wollen wir uns mal 4 Stück. Könnte reichen. Ja, und ich sterbe schon wieder. Cool. Ich lasse mal alle Bären, die ich habe. Wäre auch noch schön, wenn es da Möglichkeit geben würde, dass man sagen kann, ist alles. So, das kann ich rausnehmen, das werde ich nicht brauchen. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das reicht, dass wenn ich jetzt tame, ob ich vielleicht sogar aufsteige. 30 Level ungefähr würden dazu kommen. Ganz ehrlich, wäre nicht mehr so schlecht. Das heißt, ich hätte einen 96er, jetzt einen 95er Trike an der Backe. Es wird auf jeden Fall leichter. Und ich habe einen Freund. Hallo. So, dann heißt es jetzt für mich, ich brauche auf jeden Fall noch ein wenig was, um aufzusteigen. Also zu leveln. Aufzusteigen. Ich bin ja nicht göttlich. Was könnte ich denn machen? Dass ich. Ah, ich weiß was.
Akku-Berries rein. Ich brauche bitte... Hahaha. Hat natürlich einen Nachteil, wenn man das ganze Fleisch jetzt sozusagen da reinhaut. Wenn es nicht mehr kaputt gehen kann. Oder kaputt gehen kann schon, aber sehr, sehr lang. Also die Kleinen gehen erstmal auf 50. So, jetzt ist die Frage, kann ich mir diesen... Meat Spoiler heißt das Ding. Kann ich mir den schon leisten und vor allem bauen? Wie es aussieht schon. Dann stelle ich den mal jetzt dahin. Gut, und er geht nicht. Das ist schon mal nicht gut. Das heißt, ich muss ihn umpositionieren von den Mods her. Nicht schön. Okay. In 14 Minuten würde es kaputt gehen, das Fleisch. Kann es natürlich sein, dass es ein ganz großer Fehler war. Ja, jetzt sind es 22 Minuten. So. 6 Minuten. Gefällt mir schon viel besser. So, was will ich denn machen? Muss ich noch was machen? Ich müsste mir eigentlich noch Pfeile craften. Ich müsste mir noch Spark Powder craften. So, dann hätte ich mal gesagt, ich mache jetzt als erstes mal das Spark Powder. So, und jetzt bräuchte ich bitte von den Waffen her mal 50 Pfeile. Und dann crafte ich mir auch gleich mal 3 von den anderen. Dass ich dann nicht mehr mit der Slingshot die ganze Zeit rumeiern muss. Das heißt, jetzt brauche ich Narkotik wie Sau. So, der... Wie gesagt, das Meat-Ding funktioniert nicht, aber ist auch nicht so schlimm. Dann müssen wir uns halt so helfen, wie es eigentlich vorgesehen ist im Spiel. Und ich bin gleich soweit, mein Freund, da unten. Dann gibt es einen Sattel für dich. So, kann ich mir noch irgendwas... Ach genau, ich wollte mir doch mal anschauen... Engrams. Wie ich überhaupt an die rankomme.
Da sind sie. So, anal. Vielleicht finde ich's. Da ist er. Das heißt, ich brauche 5 Metallstücke. Und 5 Metallstücke heißt, ich brauche die Forge dafür. Die habe ich nicht. Im Ofen kann ich mir keine machen. Das heißt, ich hätte zwar schon die 5 Stück da. Aber das bringt mich jetzt nicht so ganz weiter. Verdammt. So, schauen wir nochmal, ob hier noch irgendwas gelevelt ist. So, mein Freund, ich muss dich mal umdrehen. Kriegst dann später gleich was Frisches zum Fressen. Yippie! So, das heißt, bisschen davon kommt jetzt hier rein. Das heißt, es hält auf jeden Fall jetzt noch ein wenig länger. Hat halt den Nachteil, wie gesagt, man sieht es ja gerade. Wenn man Spoiled Meat braucht. Das dauert jetzt auf jeden Fall länger. Bis man da was kriegt. So. Lass gerade noch was craften. Weiß ja nicht, wie viel ich brauche. So, dann kommen die Beeren raus. Das Saatgut auch raus. Die kann gleich T drücken. Ich merke gerade, ich habe schon 18 Metall alleine unten gefunden. Und so, mit Shift T, für die, die es nicht wissen, kann man sozusagen halbieren. Mit Steuerung T kann man 1 verschieben, soweit ich es noch im Kopf habe. So, ja, momentan ist es halt leider warten, aber in 45 Sekunden ist alles vorbei und danach gibt es einen Trike Saddle. Was brauche ich denn eigentlich, um mir so ein Fermenter-Ding da zu bauen? Oder habe ich den noch? Den habe ich doch erforscht. Strukturen. Gut. Kompostbin. Brauche ich 50 Holz. So, jetzt hoffen wir mal, dass der... Achso, das ist der Original. Der müsste auf jeden Fall aufstellbar sein. Das heißt, ich kann mir jetzt schon... Ich kann jetzt schon mal anfangen, die... Entschuldigung. Wollte ich nicht. Ich wollte mich... Ja, sag mal. Nicht zu blöd, mich zu ducken, oder was? Schön. So. Gott.
brauche ich noch ein bisschen Wärme. Mir so kalt. So. Und mal schnell 6 Stück davon craften. Hoffentlich reicht's. Jetzt werden mir die Narco-Barrels nämlich ausgegangen sein. Wenn es ganz blöd läuft, fehlen mir noch ein paar. Oh Mann, Narco Barrels habe ich hier keine mehr drin, ne? Das wäre ja auch ein Wunder gewesen. Was kann ich denn noch machen? Zementpaste. Chitin, Ceratin. Ja, habe ich hier ein bisschen was. Man nimmt alles, was man haben kann, um XPs zu machen. Sehr schön gelevelt. Das heißt, ich gehe jetzt auf Stamina. Erstmal. So, dann brauche ich jetzt den Trike-Sattel. Auch schon wieder alle Punkte weg. Beziehungsweise den Rest hebe ich auf. Kann ich das Ganze so plump auch wieder reinräumen. So, und dann brauche ich jetzt als nächstes noch einen Sattel. Und zwar dafür brauche ich 80 Fiber und 140 Hide. Als 10 Holz und ich habe meinen Trike-Sattel. Gut, dann heißt es nach unten. Und du kriegst auch von mir sofort Health. Aufsteigen. Und tada! Ich kann Sitch farmen. So, das heißt, eine Sache ist schon mal weg. Touch farmen, Bären farmen. Geht schneller. So, der ist aber auch gleich platt. Von einem kleinen Bäumchen. Auf jeden Fall, ich benutze ihn gerade sehr viel. Hat einen Vorteil. Ich level wie ein Weltmeister. Muss einfach nur mal auf die Anzeige oben gucken. So. F drücken. Ja, das nenne ich mal Farmen. Und du kriegst auch sofort Health. Junge, ich würde weggehen. Du kriegst Schaden.
So, das Schöne ist, ich habe einen Lasttier. So, den packe ich mal da hinten hin. Und dann heißt es jetzt nämlich, ich kann jetzt dann anfangen. Ich brauche noch Öl und ich brauche das in Stand. So, und dann heißt es jetzt für mich alles mal raus. Flint und Stone habe ich kein Einstecken. So, das heißt, ich brauche jetzt da noch was. Das heißt, ich kann mir noch Drogen herstellen. Stellen wir gleich 29 her. Ja, man merkt jetzt halt, jetzt habe ich einen Trike. Ist leider so. Wenn man es bis dahin nicht vermisst hat, ab dem Zeitpunkt vermisst man ihn. So. Das heißt, ich habe jetzt soweit alles fertig. Wir haben einen Trike in der Familie. Das heißt, ich werde den jetzt ganz gemütlich ausräumen. Und dann anfangen, noch ein bisschen Material zu sammeln. Dass wir dann sozusagen in der nächsten Folge anfangen können, langsam unsere Base zu sichern. Hoffentlich, dass die Mods auch alle dann funktionieren. Das wird sich aber dann erst nach und nach rausstellen. Dann kann ich es von mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!